Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute mit Feuermachen bei Nässe. So, hier könnt ihr so einigermaßen sehen, dass da noch die Wassertropfen dranhängen. Es hat vorhin ganz schön geregnet und auch relativ lange. Gerade hat es jetzt aufgehört und ich will jetzt aber trotzdem probieren, ein Feuer zu machen und mir eine Mahlzeit zu bereiten. Und da schauen wir mal, ob wir irgendwie was Trockenes von Holz finden und wie man am besten ein Feuer macht. Einmal kann man hier diese feinen Äste ganz gut nehmen. Man hört ja auch, wie sie schön knacken. Die sind richtig schön trocken, sind am Baum, lagen nicht auf dem Boden. Gut, hier oben sind sie ein bisschen feucht, aber das macht jetzt großartig nichts. Hauptsache, sie sind innen trocken und sie knacken halt wunderbar schön ab. Und ja, kann man sehr gut für ein Feuer anzünden nehmen. Die nehme ich jetzt mit, aber daraus will ich jetzt gar nicht unbedingt ein Feuer starten. Ich bin mal auf der Suche nach weiteren. Birkenrinde jetzt wie hier, die habe ich jetzt mitgebracht gehabt. Aber wenn man jetzt irgendeinen Birkenbaum findet, dann kann man die auch auf jeden Fall nehmen. Da sind ja die ätherischen Öle drin und die brennt auch bei Feuchtigkeit. Kienspan, so wie hier, sieht man ja hier, ist schön speckig. Wird auch brennen, wenn er feucht ist. Wenn man irgendwo einen Baumstumpf sieht, das kann ich euch gleich nochmal zeigen, und mit dem Fuß einfach mal so dagegen klopft, dann hört man, der ist richtig stumpf, und das wäre dann Kienspan. Aus dem kann man auch sehr gut Feuer machen. Ist ja auch das ganze Harz drinne, was auch bei Feuchtigkeit schon ganz gut brennt. Hier ist jetzt so ein Baumstumpf schon halb verrottet, und jetzt, wenn man einfach so dagegen klopft, dann hört er schon locker das Geräusch, also da ist Kienspan drin. Hört mal hin. Das klingt so richtig schön dumpf. Und der ist auch noch hier recht gut fest. Und wenn man jetzt hier das sozusagen ein bisschen abschabt, da sieht man schon hier, das ist schon so ein bisschen speckig. Hier mal ein größeres Stück. Also man sieht, das ist auch noch richtig fest. Normalerweise wäre das ja schon verrottet. So, und hier sieht man hier schon richtig schön, besonders hier die speckige Schicht, das ist das ganze Harz, was nachher noch von den Wurzeln sozusagen reintransportiert wurden in den Baumstumpf, der schon abgebrochen war, und das Harz brennt natürlich sehr gut und auch mit der Feuchtigkeit. Ich habe jetzt aber hier diesen abgebrochenen oder umgefallenen Baum entdeckt. Das war mal eine Kiefer gewesen. Ja, liegt wahrscheinlich schon länger da. Und hier oben, das war sozusagen die Krone. Und jetzt will ich mal hier aus den Kronenästen ein Stück rausschneiden und dann das Innere, ja, zu einer One-Stick-Fire-Challenge, habe ich ja auch schon gemacht, das Innere rausholen, was natürlich trocken ist, weil außen ist es natürlich noch feucht. Und damit dann das Feuer entzünden. So, wie gesagt, das ist die Krone. Hier habe ich es jetzt schon abgesägt. Dann machen wir hier weiter. Außen seht ihr ja, das ist richtig nass noch. Und innen ist es ja noch trocken, weil es nicht auf dem Boden liegt und austrocknen kann. Und die Feuchtigkeit ist immer nur außen rum. Dann sägen wir es mal ab. So, jetzt sieht man hier innen drin, hier ist es trocken und ist nur außen ein bisschen rumfeucht.
Dann kann man das hier innen drin schön zum Anzünden verwenden. So, diesmal habe ich die Axt dabei und dann kann ich es spalten. Das war jetzt der Satz mit X. Da ist natürlich genau der Ast drin. Aber da sieht man halt hier schon, das ist trocken. Und da hört man auch und sieht es ja auch, wie es schon auseinander springt. Jetzt kann ich mir hier immer kleinere Holzstückchen machen. Und die kann man nachher noch mal ein bisschen anschaben, dass sie dann wirklich fein sind. Und dann sollte man die ganz gut entzünden können. Mache ich hier noch ein paar Feathersticks. Habe schon kleine Klumpen oder kleine Späne hier gemacht. Habe hier abgeschabt. Habe hier noch so wie so ein Featherstick gemacht mit abgeschabten. Und hier mache ich noch mal einen richtigen. Und dann schauen wir mal, ob wir es entzünden können. So, jetzt habe ich hier die abgeschabten. Hier die abgeschlagenen kleinen Spänchen, hier Feathersticks, hier auch noch mal so ein bisschen abgeschabt. Hier ist das innere Holz, bisschen kleiner, und hier ist halt, sag ich mal, die Rinde. Rinde ist nicht mehr, aber das Äußere, was noch feucht ist, das tue ich dann später dazu, dass es eine Grundhitze schon mal hat, und dann verdunstet es auch relativ schnell und ja, fängt an zu brennen. Dann zünden wir es mal an. Klimmen tut schon, aber wir wollen ja eine Flamme. Da haben wir sie schon. Jetzt kommt natürlich Wind. Das ist sehr praktisch. Und da hat es eigentlich schon fast verloren. Immer schön das Feine drauf. Ist noch gerade noch so ein bisschen kritische Phase. Eins hat schon mal ein bisschen schon mal angegangen. Jetzt muss natürlich nur noch. Jetzt kommt es so langsam. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Also wichtig ist immer, das Innere zu nehmen. Das ist noch relativ trocken.
Und danach kann auch das Äußere sozusagen drauf, weil das noch ein bisschen feucht ist. Ja, das sieht schon gut aus. Dann kann ich auch hier die Buschbox auf diese Platte stellen. Und kann schon mein Wasser drauf. Dann Feuer ist sozusagen gemacht. Ich koche mir jetzt hier noch eine Mahlzeit. Und wenn ihr dabei zugucken wollt, dann bleibt dran. Und über einen Daumen hoch oder auch über ein Abo, da ihr keine besonderen Videos mehr verpasst, würde ich mich auch freuen. Das Feuer brennt ja und das Wasser fängt auch ja, so langsam an zu kochen. Ich habe heute mal hier Instant-Nudeln und hier die getrockneten Pilze, Karotten, Zwiebeln, die ich selber gedörrt habe. Wenn euch das Dörren interessiert, dann verlinke ich euch oben mal das Video dazu. Ansonsten will ich heute mal die Instant-Nudeln mal ausprobieren. Werde dazu den Topf nachher, wenn das Wasser kocht, wird nur mal ein bisschen Gemüsebrühe zum Geschmack reintun und dann runternehmen und dann die hier rein. Und mal gucken, ob das dann was wird oder ob das geschmacklich nicht so der Reißer ist. Ich würde sagen, das Wasser ist jetzt schon kurz vorm Kochen. Dann kommt mal ein bisschen die Gemüsebrühe rein. So, sprudeln, kochend ist es gleich. Na, wir warten noch ein Momentchen. So, das Wasser kocht. Dann können hier die Instant-Nudeln und das Gemüse sozusagen rein. Und rühren wir nochmal um. Dann kommt eigentlich nur noch der Deckel drauf. Und dann muss es sozusagen 5 Minuten quellen. Und dann sehen wir uns dann wieder. So, ich glaube, die Zeit ist um. Wobei die Zeit, ich habe keine Stoppuhr mit. Und hier im Wald ist mir die Zeit eigentlich egal. Aber es dürfte ein bisschen mehr wie 5 Minuten gewesen sein. Hab zwischendrin mal umgerührt und jetzt dürften sie fertig sein. Dann kann man sie mal probieren. Also die Nudeln sind auf jeden Fall gar. Die Karotten, ja, die könnten mal noch ein bisschen, könnten ein bisschen gekocht sein. Die sind noch ein bisschen hart. Und die Pilze sind durch. Also das Ganze funktioniert mit den Instant-Nudeln richtig gut. Man könnte jetzt natürlich auch sich einfach heißes Wasser in einer Thermoskanne mitnehmen. Da würde das auch funktionieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und ein Abo, da würde ich mich freuen. Ihr verpasst keine Videos mehr. Natürlich, wenn ihr die Glocke noch aktiviert. Und ansonsten bis zum nächsten Video.